Also nochmal. Wie heißt es du? Ich bin der Ivan Laszlo, der größte Zauberer von der Welt. Ivan Laszlo, das war doch früher mal so Monodarsteller, oder? Dann zeig uns doch mal, was dein Zauberstab so macht. Gut, ich würde sagen, ich erzähle euch mal kurz was über selber. Und zwar, Sie haben es wahrscheinlich auch mal im Dialekt erkannt, ich komme ursprünglich aus Italien. Ich war unter anderem war ich ja schon hier in Paris, ich war schon in Mailand, ich war schon in London, ich war schon in Stadthofen. Den ist euch an der Brunnen. Das war ein ganz großes Nummer, muss ich sagen. Und dann muss ich auch sagen, da kann diese Armee hier, dieser Babsack, dieser Hütchenspieler hier, der immer hat sein Wüstchen in der Schicke verschwinden lassen hier, dieser richtige Schrobbefied, der kann da einpacken, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, das mit der Autogramme, das machen wir nach der Show. Die Blumen können Sie behalten, die brauche ich nicht. Und ich fange gleich schon bei eurem ersten Trick an, und zwar habe ich hier zwei Ringe. Diese zwei Ringe. Also die Folge, die will ich verbinde hier mit chemischen Luftnahmen. Und jetzt kannst du spielen. Poco, poco, poco.
Sarah, kommen wir gleich zum nächsten Trick. Da bekommt sich mal eine hübsche Mädchen hier, Assistentin. Wie schaut es mit ihr? Was hast du euch? Schönes Kind hier. Klaus. Ja, Klaus. Dann würde ich mal sagen, hol so bitte mal ein Tablettchen her, kann ich. Ich habe nämlich hier eine unglaubliche Sensation. Ich habe nämlich einen der besten Hellseher der Welt dabei. Und zwar bist du das Paulinchen. Das Paulinchen hat unglaubliche mentale hellseherische Fähigkeiten. Und ich würde schon mal sagen, der Eva kann schon ein paar Sachen hier bereitlegen. Wer auch ein Paulinchen noch die Augen verbindet, damit es auch nichts sieht. Sie nichts. Wenn du vielleicht mal schon mal die Gegenstand holen würdest. Aha. Paulinchen mit der höchsten Konzentration. Was halte ich hier in meiner Hand? Konzentration. Was habe ich in meiner Hand? Richtig schlagen, richtig schlagen. Gleich der nächste Gegenstand hinterher. Ja. Paulinche, was halte ich in meiner Hand? Würde ich sagen, das Paulinchen sollte man hier den Code erraten, beziehungsweise sehen, es erregt ja nichts. Paulinchen mit der höchsten Konzentration, Ruhe im Salz. Richtig. Super. Da hat man es ja schon wieder, ja. Ganz, ganz schlecht. Aber Thomas Anders hat mit mir mal die Nummer durchgezogen und der Zimmer. Hat gesagt, er sieht nichts, ne? Hat alles gesehen. Schoss auch hier. Das ist ein Mist. Also, ich würde mal sagen, wenn du mir den Klaus heute Abend noch entzauberst, immer ein liebes Lässt, bist du von meiner Seite aus für einer. Aber nee? Also für mich, das war total interessant. Ich überlege immer noch für den ersten Trick. Also für mich ist es leider. Also ich habe festgestellt, die Häse sind immer noch die größte Spülbeute. In Anbetracht, dass die Helder und die Dinge das so mal erklärt gekriegt haben, weil sie es nicht ganz verstanden haben. Und die Herder heute Abend nicht da sein wollen, eine Runde weiter. Fantastico mit Paulinchen und Klaus und diese. Ich glaube, es ist klar. Unser Schreiben nächste Wochenende ist El Fantastico mit Paulinchen. Herzlichen Glückwunsch, Klausik. Und damit schön.